deutsche Soldaten als Ausbilder der Afghanen im Land bleiben. Wie viele ist derzeit völlig offen. An der Börse scheint die Finanzkrise vorbei. Heute stieg der wichtigste Aktienindex, der amerikanische Dow Jones, sogar auf ein neues Rekordhoch. Schon kurz nach Handelsbeginn an der New Yorker Wall Street kletterte das Börsenbarometer erstmal.